Ich bin der Meinung, wir alle haben einen Auftrag hier. Und zwar ist es, glücklich zu sein, damit andere anzustecken und damit auch die Welt wieder ein Stück besser zu machen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Bevor die Köpfe die nächsten Gedanken tanken dürfen, habe ich zwei Fragen. Wer von euch hat Entscheidungen schon getroffen, und zwar mit dem Kopf, obwohl das Herz was anderes gesagt hat? Und wie viele wissen, wie gut es tut, wenn wir Entscheidungen aus dem Herzen treffen und dem dann auch folgen? Mein Herz liebt es ja zu tanzen. Deswegen möchte ich euch alle mal bitten, ganz kurz aufzustehen. Und jetzt, ihr habt sowieso nicht so viel Platz. Ihr macht, was ihr wollt. Die Frauen dürfen auch die Hüfte ein bisschen bewegen. Schnipsen, klatschen. Ja. Ihr könnt euch auch drehen, wenn ihr Platz habt, ne? Oder nach oben klatschen. Sieht super aus von hier oben. Reicht? Wunderbar, wunderbar. Ich will euch ja nicht zu sehr stressen hier. Mein Herz geht nur immer auf beim Tanzen. Ich liebe Tanzen. Allerdings habe ich nicht immer so konsequent auf mein Herz gehört. Es gibt so zwei Leidenschaften, die sich bei mir durchs Leben ziehen, und zwar von klein auf. Das erste ist die Musik. Ich habe mit 6 angefangen, Gitarre zu spielen. Mit 10 kam die Oboe dazu. Viel Jugend musiziert und Konzerte, also Musik zog sich immer durch mein Leben. In den letzten Jahren sogar noch ein paar Gehversuche mit Schlagzeug. Ich wollte auch Musik studieren. Da war mein Kopf lauter als das Herz. Kann man ja kein Geld mit verdienen. Hab dann aber viel mit Musikern gearbeitet mein Leben lang, viel auf Konzerte gegangen. Also Musik war immer irgendwie mein Thema. Und die zweite Leidenschaft ist schon immer das Reisen. Da hat viele Grüße an meine Mutter an der Stelle, sie mich schon sehr früh versaut. Also ich habe dieses Fernweh-Virus schon sehr früh eingeimpft bekommen und wusste, ich will die Welt sehen. Ich muss in diese Länder reisen, ich will Menschen aller Couleur kennenlernen und will in Kulturen eintauchen. Und dann habe ich mit 17 die Liebe meines Lebens kennengelernt. Meinen Mann, der es auch heute immer noch ist. Es kam 2 Jahre später zur Berufswahl und dann wollte ich mich zwischen diesen beiden Leidenschaften entscheiden. Ich habe ja gerade gesagt, Musik hatte ich dann irgendwie ad acta gelegt, weil der Kopf zu laut war. Also habe ich mich für die zweite Leidenschaft entschieden, das Reisen, und habe Hotelfachfrau gelernt. Da dachte ich, da kannst du ja überall von der ganzen Welt aus arbeiten, egal wo du bist, und so kannst du die Welt kennenlernen. Also der Plan klang damals total gut und logisch. Nur, dass die Hotelausbildung mir nicht den Spaß brachte und ich danach wusste, nee, ist doch nicht meins. Hab dann 16 oder 17 Jahre lang Eventmanagement gemacht, was 7 Tage, 24 Stunden gefühlt einem abverlangt und auch sehr fordernd ist. Alle, die diesen Abend hier gestalten, die wissen, was Eventmanagement bedeutet. Und so begann auch Stück für Stück der Schlamassel für mich, diese Kopf- und Herzgeschichte, weil auf der einen Seite war mein Mann und die Beziehung, den ich über alles liebte, der sich damals sehr früh selbstständig machte und es leider nicht so lief, wie wir uns gewünscht hatten. Das heißt, die finanziellen Sorgen waren groß. Ich war diejenige, die das Geld heimbrachte. Auf der anderen Seite war der Job, der mir sehr viel abverlangte und ich gemerkt habe, wie er Stück für Stück immer mehr Kraft kostete. Und dazwischen war dieses, wo ist eigentlich mein Traum?
ich will doch am liebsten mit meinem Mann die Welt bereisen und kann es nicht. Natürlich war ich mit Eventmanagement viel unterwegs, aber dieser Herzenswunsch, mit dem Mann die Welt zu bereisen, der stand irgendwie immer im Raum. Und so sprudelte das Jahr für Jahr. Ich habe so das Gefühl, es war eine Spirale abwärts. Und ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, aber der Verstand ist uns da meistens kein guter Berater. Wer kennt es? Doch schon ein paar. Und wenn es so weit kommt, dass wir Schlafstörungen haben, also jemand, der nachts wach liegt und grübelt und sorgt und nicht mehr einschlafen kann, ja, so ganz zögerlich gehen sie hoch. Ich weiß, es ist eins von drei Tabuthemen. Ich sage immer, es gibt drei Tabuthemen mit S, Sex, Stuhlgang und Schlafstörungen. Ich weiß, über alles drei spricht man ja in der Öffentlichkeit nicht, aber Schlafstörungen war was, was ich 8 Jahre lang hatte. 8 Jahre lang nachts wach zu werden, weil dein Kopf dir nicht die Lösung bringt, die du so wünschst, aber dein Herz dir ständig sagt, was du doch eigentlich willst und du keine Lösung dafür findest. Wir haben damals in einer wunderschönen Altbauwohnung gewohnt und da sind ja immer so lange Flure mit so Holzdielen, die so knarzen. Und wenn du nachts wach liegst und musst sowieso auf die Toilette, was machst du auch anderes, dann bin ich über den Flur gelaufen und habe auf dem Telefon immer diese Uhrzeit gesehen. Das macht dich irgendwann völlig wahnsinnig. Also nicht mehr durchzuschlafen, dein Kopf findet nicht die Lösung für diese riesen Sehnsucht, die du hast. Du willst mit deinem Mann, in dem Fall, ich wollte mit meinem Mann reisen, ich wollte mehr erleben und es hat mich immer unglücklicher gemacht. Auf der anderen Seite dieser Job, der so viel abverlangt hat und der mir viele Jahre Spaß gemacht hat, aber der fühlte sich sinnlos an irgendwann. Ich wurde immer leerer, ich habe immer mehr geheult, ich habe Magen-Darm-Beschwerden bekommen, ich hatte wie so einen Stein immer im Bauch, nachts konnte ich nicht schlafen. Ich konnte schlichtweg einfach nicht mehr. Ich war auch in der Beziehung nicht mehr glücklich. Ich habe da so viel vermisst. Gleichzeitig im Job war es eine unbefriedigte Situation. Und dann kam dieser Tag vor 4 Jahren bei mir, an dem ich wusste, Tina, es ist Zeit, auf dein Herz zu hören. Und warum ich heute Abend hier stehe, ist, weil ich mir sehr, sehr wünsche, dass ihr dieser Stimme wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt. Hier drin liegen die Wünsche und Sehnsüchte, die ihr habt. Und ihr dürft dem Ganzen Vertrauen schenken, denn es lässt euch nicht in Ruhe. Das ist das, was ich definitiv gelernt habe über all diese inzwischen Jahrzehnte. Die Sehnsüchte und Träume lassen uns nicht in Ruhe. Ihr könnt die noch so verkopft versuchen zu lösen. Wir können sie noch so oft wieder in die Schublade legen und zur Seite schieben. Sie werden euch nicht in Ruhe lassen. Und deshalb lieber, das bringe ich euch jetzt quasi gleich mit, was braucht es denn, um dem Herz konsequent zu folgen? Was können wir denn machen, um die Ängste und Zweifel oder Sorgen, die wir da haben, zur Seite zu schieben und den Mut und das Vertrauen und diese Stärke der Herzensstimme viel größer werden zu lassen? Ich begleite jetzt schon viele Jahre Menschen auf ihrem Weg und was mich beschäftigt, ist die Frage, was machen Menschen anders, die ihrem Herz konsequent folgen und warum entfernen sich aber Menschen so sehr von sich, dass sie krank werden? Also was braucht es denn, um konsequent dem Herzen zu folgen? Ich bin der Meinung, wir alle haben einen Auftrag hier und zwar ist es, glücklich zu sein, damit andere anzustecken und damit auch die Welt wieder ein Stück besser zu machen. Wer ist da dabei? Das freut mich. Was braucht's denn jetzt? Ich hatte ja eben kurz von den Magen-Darm-Beschwerden und von den gesundheitlichen Problemen erzählt und das war für mich der erste Punkt, den ich mal gelöst haben wollte, um wieder gesund zu werden. In dem Zusammenhang hatte ich eine Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin gemacht und was ihr hier seht, sind 3 von 4 Säulen der Gesundheit. Ich glaube, auf die 3 kommt jeder relativ simpel. Das ist mehr als klar, das hören wir auch jeden Tag. Aber was ist die 4. Säule? Das ist das, was mich damals sehr fasziniert und auch begeistert hat. Es ist die Freude. Wie sehr hat also die Freude bei dir im Tag einen Anteil und eine Priorität? Wie viele Dinge im Tag machst du mit Freude? Weil wir können uns noch so toll ernähren, was auch immer das für jeden bedeutet. Wir können jeden Tag zum Sport gehen, meditieren,
gut schlafen, lesen, wir können machen, was wir möchten. Wenn wir es nicht mit Spaß machen, können wir es auch einfach lassen. Was macht dir Freude? Wo hüpft das Herz? Wie viel Freude hat dein Tag? Also mach Freude zu deinem Leitstern. Und ich bin mir sicher, jeder hier, inklusive mir, wir haben alle Dinge, die uns nicht loslassen. Wieso wir nicht schlafen können? Wieso wir täglich grübeln und über irgendwas nachdenken, anstatt dieser Stimme mehr zu vertrauen? Das können manchmal Kleinigkeiten sein, wie vielleicht ein Gespräch, was längst fällig ist, irgendein Konfliktgespräch, was wir führen sollten, müssten, wollten, aber es nicht machen. Das kann die Kündigung sein oder ein anderer Job, den wir längst machen wollen. Das kann die Weltreise sein, die einem gar nicht aus dem Kopf geht. Jeder hat ja so eine Sache, mindestens. Also heißt, was brauchen wir jetzt, um dem Herz wirklich zu folgen und diese eine Sache, wem von euch fällt spontan was ein, was ihn eigentlich ewig schon nicht loslässt? Was braucht es denn jetzt, um dem auch wirklich zu folgen, um dieser Stimme mehr zu vertrauen? Ich habe so ein paar Dinge für mich ausgemacht, wo ich sage, doch, die bin ich der Meinung, die man braucht, um dieses kleine Pflänzchen zu stärken und den hier oben ein bisschen leiser werden zu lassen. Das ist einmal Mut und Vertrauen. Wir packen alles in die Taschen, was wir nur finden können. Damit machen wir schon die Angst auch ein bisschen kleiner. Mut und Vertrauen packen wir in die Taschen, so voll wir sie nur packen können. Und dann ziehen wir los in die Räume der Möglichkeiten. Was meine ich damit? Da kam genau dieser Tag, von dem ich eben kurz sprach, vor 4 Jahren bei mir. Wir standen, mein Mann, ein Freund von uns und ich, in diesem besagten Flur, über den ich nachts immer gelaufen bin. Der war gerade gegangen oder war am Gehen, als wir Kaffee getrunken hatten und wir waren alle unzufrieden im Job. Und ich sagte mal wieder, das hatte ich dann schon öfter gesagt, ich würde ja am liebsten mit Musik oder Reisen mein Geld verdienen. Musik hatte ich ad acta gelegt, weil ich es lange nicht praktiziert hatte. Aber ich kann ja nicht fotografieren und ich kann nicht schreiben. Und deswegen kann ich ja auf Reisen kein Geld verdienen. Für mich war klar, ich muss ja fotografieren können oder schreiben. Und dann sagte dieser Freund zu mir, kennst du nicht diesen einen Deutschlands größten Reiseblog? Den musst du dir mal angucken. Die verdient so ihr Geld, die ist in der Welt unterwegs und verdient damit ihr Geld. Gesagt, getan, ich glaube ein paar Tage hat es gedauert, bis ich mir das angeguckt hatte und ich weiß nicht, wem es noch so geht. Bei mir ist es so, je tiefer ich Gefühle habe, desto weniger finde ich Worte dafür. Das ist bei diesem Tag auch so. Ich habe das nämlich nie wieder so erlebt. Das war das erste Mal, glaube ich, im Leben, wo ich sowas hatte. Das kam hier und nicht hierher. Ich wusste, das will ich auch. Für mich war klar, ich hatte verstanden, ich kann mein Leben gestalten anders, als ich es bisher dachte. Ich kann Geld verdienen auch auf Reisen, mit dem, was ich kann und liebe. Das heißt, ich kann das auch ganz anders einsetzen, was ich gerne mache, gleichzeitig aber auch meine Bedürfnisse ganz anders einsetzen oder auch befriedigen. Also ich kann quasi verbinden, was ich mir vorstelle in meinem Leben, ortsunabhängig sein, selbstständig auf Reisen sein und Geld verdienen mit dem, was ich liebe. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Wow, es geht was, was ich vorher nicht dachte, was funktioniert. Und jetzt vielleicht eben auch für euch, was ist es für dich, wie könnte dein Leben aussehen, wenn du etwas machst, was du liebst und was du viel lieber machen würdest, als du es jetzt tust, siehst nur noch keine Möglichkeit. Also ich möchte euch mitgeben, nur weil ihr die Möglichkeit nicht seht, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Was braucht es aus meiner Sicht noch? Definitiv ein bestärkendes Umfeld. Ein Umfeld, was dich unterstützt, was dich abfeiert, was dir den Weg ebnet und bestärkt und nicht, was dich zweifeln lässt weiter, was dich eher in diesen Ängsten und Zweifeln klein hält. Und darüber hinaus noch das Thema Selbstfürsorge, da könnten wir den ganzen Abend drüber sprechen. Was braucht dein Herz und deine Seele? Wie kannst du die Akkus bis hierhin vollladen und nicht hier unten irgendwie immer jeden Tag so bei Low Battery laufen? Was braucht's? Ernährung, Bewegung, Atmung, raus in die Natur, kochen, tanzen. Was erfüllt dein Herz, dass es dir gut geht, dass wir dann andere anstecken können? Und nicht, und da kann ich viele Lieder von singen, was braucht es nicht alles für die anderen, sie glücklich zu machen? Also habe ich jahrelang betrieben, sondern was braucht es denn, dass unser Herz hüpft?
Weil wenn wir das alles eingesammelt haben, dann können wir auch Hand in Hand mit dem Verstand gehen. Heißt, dann haben wir das Herz so stark gemacht, weil wir natürlich den Verstand auch brauchen für Planung, Umsetzung, Strategie, aber wir wollen ja dieses Pflänzchen hier erstmal großziehen. Und das müssen wir uns nicht alles merken. Aber viel wichtiger ist, dass wir diese eine Sache, die uns nicht loslässt, dass wir die auch wirklich angehen. Wer ist jetzt gewillt, ab sofort seinem Herz mehr zu folgen und dieser einen Sache, die euch nicht loslässt, das kann die kleinste sein, die immer wieder hochkommt, über Wochen, Monate, Jahre oder vielleicht sind es auch wirklich große Entscheidungen. Wer möchte die jetzt angehen und nicht mehr in die Schublade liegen? Das sind schon einige, das gefällt mir. Dann würde ich sagen, macht doch mal bitte die Augen zu. Nehmt gerne die Hand aufs Herz oder auch auf den Bauch, da wo sich's für euch besser anfühlt. Und geht mal in diese Situation rein, was du am liebsten tun willst, was dich sowieso nicht loslässt. Und jetzt habe ich diese eine Frage für dich. Was genau und konkret kannst du morgen tun, eine konkrete Handlung, dass du diesem Wunsch, dieser Sehnsucht einen Schritt näher kommst? Ist es ein Anruf? Ist es eine E-Mail? Ist es vielleicht eine Kündigung, ein klärendes Gespräch? Ist es die Buchung eines Tickets? Was ist das, was du morgen konkret dafür machen kannst, dass du diese eine Sache, die dich sowieso nicht loslässt, wirklich umsetzt? Und wenn du das weißt, dann darfst du die Augen wieder aufmachen. Und ihr habt vorhin alle eine Karte bekommen. Auf die schreibt ihr jetzt genau das drauf, weil ihr euch das Versprechen gebt, dass diese eine Sache, die euch nicht loslässt, ihr sie jetzt auch nicht mehr loslasst. Gebt euch selbst das Versprechen und schreibt auf, was ihr morgen dafür macht, dass es nicht mehr in die Schublade geht, sondern dass ihr es wirklich, wirklich umsetzt. Weil ihr wisst, dass es euch nicht loslässt. Und wer das verstärken möchte und mir davon erzählen möchte, vielleicht auch noch einen Impuls haben möchte, der findet auf der Karte auch noch eine Seite und kann mir davon erzählen. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr ab sofort dieser Stimme wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt und die Sachen nicht mehr loslasst, damit ihr strahlen könnt und andere damit anstecken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tina Reimer! Danke.